Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Ihr seid wach. Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja. Deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Hexe. Man nennt mich auch Seeker. Findet den Verbanner, sagte meine Herrin. Kümmert euch um ihn und beantwortet all seine Fragen, bevor ihr ihn verlasst. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Und damit, herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Banishers Ghosts of New Eden. Schön, dass ihr wieder am Start seid und wir machen hier gleich weiter. Ja, wir haben den Prolog jetzt erfolgreich abgeschlossen und jetzt ist unsere Frau leider verstorben. Und wir sind die einzige Überlebende, der liebe Red. Mal gucken. Wer hat euch geschickt? Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridin und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Wer ist sie? Ceridin, Seeker. Diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ciri Dean. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Über die Nachtmahr? Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach. Er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridin mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht, was ich wollte. Nicht so. Nicht ohne sie. Niemand bekommt, was er will. Man muss nehmen, was kommt. Und wenn man überlebt, verändert das alles. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie.
Warum helft ihr mir? Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Theridin sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Cyridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Ja, der Trick. Zu den Toten. Das Ende der Erde. Nächste Hauptquest. Auf oder Aufgabe gestartet. Wir sind jetzt Stufe 1. Sikers Nachricht. Verbanner, wenn ihr dies liest, bedeutet es folgendes. Erstens, ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Zweitens, ihr könnt nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. Drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr auf ihr nützlich achtet, da meiner Herrin euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Seeker. Der Ursprung des Verbanner. Exorion, ein Exorzismus. Von der altgriechischen Wurzel Elemon, ein Wanderer, zum lateinischen Exulu, ein Vertreiber, zum fränkischen Barmion, ein Vertreiber oder Verbanner. Der wandernde Vertreiber. Der Verbanner. Im alten Griechenland gab es die Metragyrten, einen Kult wandernder Bettelpriester, die von Ort zu Ort zogen, Lieder sangen und Trommeln schlugen, um so die Geister der Toten zu besänftigen oder freizusetzen oder zu vertreiben. Dies geschah zu Ehren des verlängst verstorbenen thrakischen Magiers Orpheus, dessen Liebe zu Eurydike so stark war, dass er ihr durch das Land der Toten und in Abgrund folgte, ihre Freiheit gewann und beinahe zurückbrachte. Mit dem Wachstum der Welt weilt sich auch das Wissen der Söhne und Töchter des Orpheus daran aus. Die neue Weisheit machten sich jedoch nicht alle zu eigen. Sie lernten nicht und blieben für immer Bettelpriester. Diese Wanderer nutzten die verborgenen Gesetze des Universums, um die Tore zu öffnen und die Geister der Toten zu vertreiben. Dafür bedienten sie sich der gesehenen und gehörten Formen und Muster, die von der Antike bis zur Neuzeit reichten. Im Dienst an den Lebenden vernichten sie die Toten. Aber sie wissen wenig und haben ihre Herkunft vergessen. Ihnen fehlt die Verbindung dazu, wie wir die Farben und Nuancen des Lichts und der Finsternis sehen. Das Gute und das Böse in allem, in den Lebenden und in den Toten. Die Verbanner haben ihren Platz in der Ordnung der Dinge, so wie ein Hammer seine Berechtigung hat, wenn es darum geht, einen Nagel einzuschlagen. Aber dem Hammer sind Brett und Nagel egal. Und er begreift nicht, dass beides aus demselben Holz und Eisen gemacht ist. Die Verbanner wissen nichts vom Saum.
Denn sie sind nicht wie wir und werden es vielleicht nie sein. Sie sehen nicht zwischen dir, der Welt, der Menschen und der ewigen Finsternis. Sie kümmern sich nicht um die Toten, damit die Lebenden leben können. Sie wissen es nicht, denn sie sind keine Hexen. Sie sind die Kinder des Orpheus und schauen nicht zurück. Aus dem Brief an Theano von Mutter Shipton. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Okay. Hatte sie ja echt eine kurze Rolle. Ich hätte nicht gedacht, sie jetzt so schnell. Jetzt so schnell stirbt. Wo bin ich? Keine Ahnung, was kann ich hat man hier? Weltfortschritt. Ah, New Eden Town. Ah, jetzt habe ich noch zwei Dinger fertig. Weltfortschritt. Ah ja. Keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall weit weg von New Eden Town. Ist da hinten? Ah, ich habe wieder alles aufgeladen, das ist schon mal sehr gut. Ah ja, jetzt sind wir auf uns gestellt, Leute. Und das ist natürlich auch jetzt auch ohne zu wissen, wie es ganz genau weitergeht. Und hopsi. Gute Frage. Was du hier machst, ja. Ja, Dinge. Wir laufen. Nee, aber, keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, uns mit ihr unterhalten zu können. Zack. Ja, sie wollte ja unbedingt, dass wir leben, insofern wird sie auch unsere erste Anlaufstelle sein. Was ist das? Hey, nicht jetzt, Kumpel. Was ist denn das? Wer ist die Viecher? Bildungsanzeige, Lass mich in. Kommt schon, ihr Wolfgesindel! Oh nein, von den Viechern. Was zum Teufel mache ich hier? Wölfe killen. Gelöst. Nee, ich darf noch nicht skillen. Okay. Hm, was ist das hier? Oh, noch ein bisschen Leder. Also schön sieht es ja hier aus, aber
beantworte immer noch die Frage, wo wir hier sind, aber... Die letzte verdammte lebende Seele hier. Irgendwie scheint das so. Jetzt sind wir auf so einer einsamen Insel. Was ist da drin? Ich weiß nicht, wofür wir das nachher alles brauchen, aber... Das wird sich uns wohl noch erschließen. Ah, was ist hier? Achso, ab nach oben. Da. Wo gehen wir hier lang? Ein Alpha auf die Oh Gott, ein Alpha-Wolf. Da ist schon mal gute Schläge verteilt. Fuck. Komm durch. Komm durch. Ja, sehr gut. Ich hab dich gewarnt. Hinter uns ein Wolf. Hinter uns, vor uns. Ja. Ich hab dich gewarnt. Ja. Komm her. Aua. Daneben. Okay. Und der letzte. Scheiß Alpha Wolf. Was passiert hier? Was? Anthea? Ach. Was? Wird sie jetzt ein Geist oder wie? Ich meine, das könnte natürlich sein, ne? Wir wissen ja Geister. Aber wir sind ein Verbanner. Wäre irgendwie. Was zum Teufel? Ist du kalt? Hallo? Anthea? Oh Gott. Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Da bin ich hier. Wo bin ich? Mein Liebling. Es tut mir so leid. So unendlich leid. Ja, das Problem war leider, sie hat in dem Moment unachtsam gehandelt, als wir in Gefahr waren. Also als Red in Gefahr war. Wie man es in der Liebe halt macht, man... Ich bin hier! Führ mich zu dir! Handelt nicht mehr professionell. Was zum? Oh mein Gott. Na, die Viecher schon wieder. Okay. Na, ging doch so. Hat mir eine schöne Kombo gemacht, aber sie voll daneben gehauen. Anthea! Ist das nicht Anthea? Wer ist sie doch? Hier! Liebste, ich bin hier. Du bist es. Ich hab dich. Du hast mich.
Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Wo gehst du hin? Darüber. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Wo bist du hin? Ans Heer! Also ist jetzt ein Geist. Scheiße. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken. Ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Das habe ich gebraucht. Ich fühle mich besser. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was erinnerst du dich? An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat.
Wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. Kann ich dich ins Leben zurückbringen? In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja. Mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Kann ich dich aufsteigen lassen? Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung. Aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Kette. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Manifestation. Antia hat ihre erste Manifestation freigeschaltet. Spektralsicht. Jede Manifestation gibt Zugang zu einer neuen Schwelle, die Antias Potenz erhöht. Talente und Präsenzen. Da sie miteinander verbunden sind, teilen sich Antia und Red denselben Evolutionsbaum. Antias Präsenzen mit Essenzen und Reds Talente mit Fähigkeitspunkten aber freischalten. Die Verteilung kannst du auf deiner Reise frei ändern. Antia kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers auszusehen und ätherische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufdecken. Im Kampf kann Antia besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Die Spektralsicht-Manifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Charles Fessel durchdrängte, freigeschaltet. Tagteam. Kumbangriff. Von dem vierten leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Die Tasche des Haltens. Die maximale Anzahl der Sudladungen wird um 1 erhöht. Kräftigen, wenn ein Gegner Erfolge verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr Schaden. Ach du Scheiße. Unnachgiebig. Jeder Gegner mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht einen Schaden von leichten Angriff um 10%. Jeder Viertelstelle stapelbar wird nach einem erlittenen Treffer zurückgesetzt. Ich fand das und das ganz praktisch.
Das oder das? Was machen wir die beiden? Ich glaube, ich mach schon die beiden. Ich mach mal das hier auf jeden Fall. Und wir machen mal das hier. Dann habe ich auf jeden Fall alle Fähigkeiten sozusagen freigeschaltet und kann sie alle nutzen. Nice. Okay. Verbessern Ausrüstung. Oder Schiff erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Ah ja. Ausruhen. Entwicklung. Befrage. Und verändern dein Talent und Präsent. Befrage. Okay. Schnelle Reisen ist klar. Inventar. Verbessere deine Ausrüstung. Verbessere deine Ausrüstung, um mehr Boni zu erhalten. Dies kannst du dir auch Ressourcen. Du kannst die Zwischenmenü aufrufen, indem du einen Ausrüstungsplatz einklickst und F drückst. Okay, also laut Spiel kann ich das aufrüsten, das aufrüsten, das aufrüsten. Na, fangen wir mit der Kleidung an. Warte mal. Ah, nein, Kleidung habe ich gar nicht. Also, wir können nur aufrüsten. Aufrüsten? Mhm, physische Resistenz, okay, Vitalität, okay. Ja gut, das lohnt sich auf jeden Fall. Nice. Ja, Stände Gesundheit ist höher, ja, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Ah, wenn ich dann weitermache, ah ja. Ich hier noch? Okay. Gut, das hatten wir. Ja, Bannring kann ich nicht mehr. Ja, okay. Was brauche ich dafür? Lila. Als ob mir da eine fehlt von den lila Dingern. Okay, dann gucken wir mal. Na gut. Gut. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es wieder heißt Banishers Ghosts of New Eden. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder Spaß gemacht. Also auf jeden Fall krass. Und jetzt sind wir auf jeden Fall richtig im Spiel drinne. Ich schätze mal jetzt, naja, jetzt geht's auch weiter. Jetzt haben wir hier ja auch Lagerplätze freigeschaltet. Erinnert ein bisschen an Souls Games, ne? Ausruhen, dann lädt sie das wieder auf und so. Finde ich ganz cool gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Pius, ciao. Bis zum nächsten Mal. Da machen wir dann weiter. Tschüssi, bis dann.